Follower. Ihr seid hier im Kanal, in meinem Blog, dem Taunus Influenze. Ich bin der Hesse-Spezialist und werde euch mit Produkten verführen, die ihr noch nie gesehen habt. Ich bin ja prominent, ich bin ja der Taunus Thomas. Und da muss ich natürlich auch meine Produkte anpreisen, damit ich über die Runde komme. Also, ich habe schon 150.000 Follower und Abonnenten gekauft. Also, wenn der Kanal jetzt nicht überzeugt, dann weiß ich auch nicht. Also ich habe dem heute Päckchen bestellt und in diesem Päckchen, kann ich euch sagen, ist heute ein Produkt, eine riesen Überraschung. Ihr werdet begeistert sein. Ich werde euch drei Sachen vorstellen, die man aus dem Produkt machen kann. Man kann das Produkt essen, man kann das Produkt verduften, man kann in dem Produkt baden und jetzt kommt's, man kann's trinken und man kann sich's auf die Haut treiben. Was wollt ihr eigentlich mehr? Und in den Zeiten, wo man den ganzen Tag zu Hause rumleucht, ist mein Produkt der helle Wahnsinn. Also, wenn ihr Spaß habt, ich führe euch jetzt auf eine Reise ganz weit in die Welt des hessischen Handkäs. Das wird heute unser Thema. Bleibt dabei, ich warte noch auf mein Päckchen. Eva hat's gerade geklingelt. Und jetzt gehe ich mal das Päckchen holen. Ja, dann gucken wir mal, was da für ein Päckchen gekommen ist. Schauen wir mal. Ja, guck mal. Da ist ja das Päckchen. Na, ist das schön. Schnell reingeholt. Und jetzt zeige ich euch, was da gekommen ist. So. Jetzt gucken wir mal. Das wird jetzt spannend. Jetzt schauen wir mal, was im Päckchen ist. Das Päckchen ist von der Firma MZA. Mich zockt mir ab. Eine tolle Firma. Ich bin total begeistert. Und wir schauen mal, was in diesem Päckchen jetzt drin ist. Ich glaub's nicht. Nein, jetzt schaut euch das an. Sieht das nicht wunderbar? Ihr glaubt es nicht. Jetzt schaut euch das an, was in diesem Päckchen drin ist. Seht ihr es? Es ist unglaublich. Und es ist ein schöner Zettel drin. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Stinkst für mich auch jeden Tag. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich fress dich, ich hab Lust danach. Kerl, ist das nicht wunderbar? So, und jetzt, da seht ihr die Rosa Alba. Und jedes von diesen Produkten ist in einem wunderschönen Pergament mit Rose drauf. Schaut euch das an. In einem Naturkordel verpackt. Und ist mit einer Rose geschmückt. Jetzt sag doch noch mal was. Und der Boden der Schachtel, auch noch einmal edelster Glanz. Also so hat man ein Handkäse noch nie gesehen. Und ihr bekommt nicht eins, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Ihr bekommt vier. Und das war's auch. Und ich werde euch im Laufe des Tages sagen, was ihr aus diesem wundervollen Produkt machen könnt. Ist das nicht toll? Ich bin begeistert. Jetzt schaut euch dieses Arrangement an. Wir haben hier tatsächlich eine Handkäse-Aroma-Duftkerze. Und wie wunderbar verteilt sich der Duft der wunderschönen Aromakerze aus Handkäse ganz schnell über die herrliche Kaffeetafel und wird unsere Freunde und Bekannten und alles Swags dazu bringen, dass keiner diese Kaffeetafel je vergessen wird. Also ist das nicht schön? Und wenn ich jetzt nochmal das Licht ausmachen. Seht ihr gleich die wundervolle bernsteinfarbene Leuchtkraft. Jetzt schaut euch das an. Ist das nicht perfekt? Ein Handkäse in der Perfektion, der Aromaduft mit Lichteffekt. Jede Kaffeetafel ist ein einziges Erlebnis. Und durch den Duft der beiden Rosa Alba mischt sich dann dieser herrliche Rosenduft mit dem fauligen Handkäse. Ein Wahnsinn! Ich sag doch noch mal eins, ist das nicht ein tolles Produkt? So, meine Lieben, das war Kapitel 1. Folgt mir zu Kapitel 2.
Dann geht's weiter mit dem Handkäse. Bis dann.